Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Multigartengeräte vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Beim Testen des Sheppach MT33P war ich besonders beeindruckt von der Flexibilität und Leistung, die dieses Gerät bietet. Es ist ein wahrer Alleskönner für den Garten. Vom Rasentrimmen zur Motorsense, Heckenschere bis zum Hochendaster, alles in einem Gerät. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, eine Vielzahl von Gartenarbeiten mit nur einem Werkzeug zu erledigen. Ein Nachteil ist allerdings, dass die Kombination aus Gewicht und Vibrationsintensität bei längeren Arbeiten durchaus anstrengend sein kann, trotz der vibrationsgedämpften Bauweise und dem mitgelieferten Schultergurt mit Hüftschutz. Das Umstellen zwischen den verschiedenen Funktionen ist zwar einfach, erfordert aber etwas Übung, um effizient zu werden. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt sticht das MT33P durch seinen leistungsstarken Motor und die vielseitigen Aufsätze hervor. Wenige andere Modelle bieten eine solche Bandbreite an Funktionen in Kombination mit einer robusten Bauweise. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für Hobbygärtner und solche, die Wert auf ein multifunktionales Werkzeug legen. Wer verschiedene Gartenarbeiten mit nur einem Gerät effizient erledigen möchte, ist hier gut beraten. Dennoch sollte man die körperliche Belastung durch das Gewicht und die Handhabung nicht unterschätzen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Als ich das IKRA Multitool IBKH331 auspackte, war ich sofort von der Vielseitigkeit beeindruckt. Dieses 4-in-1 Benzingerät kann als Rasentrimmer, Freischneider, Entaster und Heckenschere eingesetzt werden, was es zum idealen Werkzeug für fast alle Gartenarbeiten macht. Die Möglichkeit, ohne Werkzeug zwischen den Aufsätzen zu wechseln, erleichtert die Arbeit enorm und spart Zeit. Ein möglicher Nachteil ist das Gesamtgewicht des Geräts, das je nach Aufsatz variiert, aber insbesondere beim Einsatz als Hochendaster oder als Heckenschere auf längere Zeit anstrengend sein kann. Dank des mitgelieferten Doppel-Schultergurts mit Hüftschutz lässt sich das Gewicht jedoch besser verteilen, was den Komfort erhöht. Im Vergleich zu anderen Multitools auf dem Markt fällt auf, dass dieses Modell mit seinem leistungsstarken Motor und der umfangreichen Ausstattung sehr gut abschneidet. Besonders die Schnittlänge der Heckenschere und die innovative Grasverwicklungsschutztechnologie des Rasentrimmers heben es von der Konkurrenz ab. Zusammenfassend ist das Multitools ein hervorragendes Werkzeug für Gartenbesitzer, die eine vielseitige, leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Aufgaben suchen. Trotz seines Gewichts bietet es dank gut durchdachter Ergonomie und des Tragesystems einen akzeptablen Komfort. Es ist ideal für diejenigen, die Wert auf Effizienz und Multifunktionalität legen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Die Fuchstech FX-MT252ER ist ein echtes Multitalent im Garten. Mit einer beeindruckenden Leistung von 3 PS und einem robusten Zweitaktmotor meistert dieses Gerät mühelos jede Herausforderung. Dank der mitgelieferten 1 Meter Verlängerung erreicht es auch die entlegensten Ecken deines Gartens. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass für manche die Handhabung eines benzinbetriebenen Werkzeugs mit der nötigen Wartung und dem Kraftstoffgemisch eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Jedoch bietet dieses Modell dank des Easy-Starters und des wartungsfreundlichen Designs einen gegenüber ähnlichen Geräten vereinfachten Umgang. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten sticht das Fuchstech durch seine Flexibilität und den Lieferumfang hervor. Mit 5 verschiedenen Aufsätzen, darunter eine Heckenschere und ein Hochendaster, deckt es ein breites Spektrum an Gartenarbeiten ab. Die Möglichkeit, den Hochendaster abzuwinkeln, bietet zusätzlichen Komfort und Effizienz bei der Arbeit. Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Modell besonders für Gartenliebhaber geeignet ist, die ein vielseitiges, leistungsstarkes Gerät für eine breite Palette von Aufgaben suchen. Ob beim Trimmen von Gras, Schneiden von Hecken oder Entfernen von Ästen, dieses Multitool erweist sich als zuverlässiger Helfer für effiziente und komfortable Gartenpflege. Beim Testen des Sheppach MFH5300 4BP, wie leistungsstark und vielseitig diese Benzinmotoreinheit ist, fiel mir sofort auf, wie leistungsstark und vielseitig diese Benzinmotoreinheit ist. Dank seines kraftvollen Motors mit 1300 Watt und einem Tankinhalt von 1 Liter bist du in der Lage, umfangreiche Gartenarbeiten ohne häufiges Nachfüllen zu erledigen. Das Gewicht von 16,4 Kilogramm ist für ein Gerät dieser Leistungsklasse durchaus im Rahmen, wobei der Rückentragegurt für einen angenehmeren Tragekomfort sorgt. Ein Punkt, der potenziell verbessert werden könnte, ist das Gesamtgewicht in Kombination mit dem Tragegurt. Obwohl der Rucksackträger für eine bessere Gewichtsverteilung sorgt, könnte das Tragen über längere Zeitabschnitte hinweg für einige Nutzer anstrengend sein. Im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt
zeichnet sich dieses Modell durch seine Backpacker-Funktion aus, die eine einzigartige Kombination aus Leistung, Komfort und Mobilität bietet. Wenige andere Geräte bieten eine solche Flexibilität in der Handhabung bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit. Zusammenfassend ist dieses Gerät ideal für alle, die nach einem kraftvollen, vielseitigen und mobilen Gartengerät suchen. Es eignet sich hervorragend für Nutzer, die umfangreiche Gartenarbeiten effizient und mit maximaler Bewegungsfreiheit durchführen möchten. Als ich das Ryobi Akku Maschinenset auspackte, war ich sofort von der Flexibilität beeindruckt, die es bietet. Mit dem Rasentrimmer und der Heckenschere in einem Set und einem robusten 18 Volt 2.0 Amperestunden Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, war ich bereit, meinen Garten in Angriff zu nehmen. Das Gerät liegt gut in der Hand und die Möglichkeit, die Schnittbreite anzupassen, sowie der Teleskopstiel machen die Gartenarbeit zu einem wahren Vergnügen. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile. Die Akkulaufzeit könnte für große Gärten etwas knapp sein und eine Aufbewahrungsmöglichkeit für das Set wäre eine sinnvolle Ergänzung gewesen, die leider fehlt. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt fällt auf, dass dieses Set besonders durch seine Vielseitigkeit und den relativ günstigen Preis punktet. Während einige Konkurrenzprodukte vielleicht längere Akkulaufzeiten oder zusätzliche Features bieten, bietet das Ryobi-Set ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Abschließend kann ich sagen, dass dieses Modell ideal für Heimwerker und Gartenliebhaber ist, die ein vielseitiges, leicht zu bedienendes und preiswertes Werkzeug für kleinere bis mittelgroße Gärten suchen. Es mag nicht jedes Feature bieten, das man sich wünschen könnte, aber es erledigt die Arbeit zuverlässig und effizient. Als ich das Einhell GE LM36 zum ersten Mal in die Hand nahm, war ich von der leichten Bauweise und dem vielseitigen Zubehör beeindruckt. Dieses Akku-Multifunktionswerkzeug ermöglicht es dir, mit nur einem Gerät und den verschiedenen Aufsätzen deinen Garten umfassend zu pflegen. Die Akkubetriebsweise sorgt für eine flexible Handhabung ohne störende Kabel, wobei der kraftvolle 36 Volt Lithium-Ionen-Akku ein effizientes Arbeiten ermöglicht. Bedenke allerdings, dass Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten sind, was für manche vielleicht ein Nachteil sein könnte. Ein Kritikpunkt ist die Geräuschentwicklung von 96 Dezibel, die bei längeren Arbeiten als störend empfunden werden könnte. Positiv hervorzuheben ist jedoch das geringe Gewicht von nur 4,5 Kilogramm, was zusammen mit dem Zusatzhandgriff und dem Tragegurt für eine angenehme Handhabung sorgt. Im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt fällt auf, dass dieses Modell besonders durch seine Flexibilität und das kabellose Design punktet. Weniger vorteilhaft ist der separat notwendige Kauf von Akku und Ladegerät, was die Anfangsinvestition erhöht. Abschließend ist das Gerät ein hervorragendes Werkzeug für alle, die Wert auf Flexibilität, Mobilität und eine umweltfreundliche Gartenpflege legen. Es eignet sich besonders für Gartenbesitzer, die eine Vielzahl von Aufgaben mit nur einem Gerät bewältigen möchten, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!